Hey Friends und willkommen zu Eckernd Nummer 11. In dieser Episode gehen wir zurück in die Zeit und tauchen in ein Spiel ein, welches ich schon als Kind mega gern gespielt habe, Banjo-Kazooie. Also, das meiste, was ich hier zeige, hat viel mit Cheats zu tun, die man in der Sandburg im zweiten Level Treasure Trove Cove eingeben kann. Um in die Sandburg zu kommen, müssen wir vorher dem Propheteneimer, der oben an der Klippe steht, ein paar Eier ins Gesicht schmettern, um sein Loch zu stopfen. Das Loch ist gestopft, ich werde für den Bären das Wasser ablassen. Ohne Witz, diese Line vom Eimer hätte echt bei einem Porno mitmachen können. Wenn das Wasser abgelassen ist, in der Sandburg, können wir mit Hilfe des Ground Pounds dann jeweils auf die Buchstaben drauf pounden und dann die jeweiligen Cheats eingeben. Im Laufe des Spiels trifft man Cheeto, das fliegende Buch, welches einem Cheats gibt. Wenn man mit ihm gesprochen hat, kann man seine Cheats in der Sandburg benutzen. Wir können Cheeto insgesamt dreimal im Laufe des Spiels antreffen. Und bei jedem Mal erhöht er entweder die Gesamtzahl der Eier, der roten oder der goldenen Federn um das Doppelte. Das fliegende Büchlein ist aber recht gut versteckt und hat verschiedene Standpunkte in den Räumlichkeiten von Gruntildas Turm. Einmal finden wir ihn, wenn wir als Krokodil verwandelt am Eingang des Sumpflevels einen kleinen Abstecher ins Wasser machen. Also auch dort, wo das Puzzle zu Frizzy Peak, das Eislevel, zu finden ist. Sein zweiter Aufenthaltsort befindet sich im Lavabeckenraum, wenn man als Kürbis verwandelt. Sein zweiter Aufenthaltsort befindet sich im Lavabeckenraum, wenn man als Kürbis verwandelt einen langen, schmalen Weg. Sein zweiter Aufenthaltsort befindet sich im Lavabeckenraum, wenn man als Kürbis verwandelt einen langen, schmalen Weg entlang geht. Ja, endlich! Easy. Easy. Gegenüber vom Friedhofeingang vom Level Mad Monster Mansion befindet sich dieser Weg. Am Ende gibt es wieder ein kleines Loch, durch das man gehen kann. Allerdings nur als Kürbis. Und da ist das schwebende Zauberbüchlein erneut. Der letzte Ort ist auffindbar, wenn man den Wasserpegel durch einen Bodenschalter vor der Subzone von Click-Clock-Mode maximal erhöht. Betätigt man den Schalter, hat man 30 Sekunden, um zur Subzone von Rusty Bucket Bay zu gelangen. Über dem Leveleingang befindet sich ein... Verlabert. Über dem Leveleingang von Rusty Bucket Bay befindet sich ein Loch, das aufgrund des nun erhöhten Wasserspiegels zu erreichen ist. Gehen wir dort entlang, finden wir Cheeto ein letztes Mal. Ja, komm, 5, 4, 3, 2, 1. Snack. Damals haben die Entwickler geplant, bunte Eier und einen Eisschlüssel zu verstecken, die im Nachfolgespiel Banjo-Tooie effektiv genutzt werden sollten. Dieses Feature nannte man Stop and Swap. Wenn man Banjo-Kazooie komplett durchgespielt hatte und 100 Puzzleteile fand, zeigte Mumbo in der abschließenden Cutscene aus seinen Fotos geheime Orte von ihm. Die Eier und den Schlüssel konnte man auch finden. Aber es war ursprünglich nicht möglich, an sie heranzukommen, da der Zugang zu ihnen verschlossen war. Der einzige Weg, an sie zu gelangen, war es, Cheats in der Sandburg zu benutzen. Cheats, die niemals offenbart wurden und im Spiel selbst nie gefunden worden wären. Erst Jahre später hat sich eine Hackergruppe namens The Rare Witch Project die Codes von Banjo-Kazooie angesehen und die Cheats gefunden, die die Barrieren zu den Easter Eggs öffneten. Tief im Quellcode versteckt. Aber wieso sollten die Entwickler die Cheats verschleiern? Der Grund war nicht, es den Spielern so schwer wie möglich zu machen oder ein richtiges, riesiges Geheimnis hieraus zu bilden. Es hatte was mit der Nintendo 64-Konsole selbst zu tun. Das Banjo-Tooie-Modul sollte ursprünglich einen Eingang für Banjo-Kazooie haben, damit ein Austausch zwischen den beiden Spielen hätte stattfinden können. Die Idee war möglich, wurde aber verworfen, weil die Umsetzung mit zu hohen Kosten verbunden gewesen wäre und zu einem Verlustgeschäft für Nintendo geführt hätte. Weil dieser Datenaustausch nicht stattfinden konnte, wurde die gesamte Idee mit Stop and Swap von den Entwicklern totgeschwiegen und im ersten Teil der Banjo-Kazooie-Reihe teilweise verschleiert. Später, im Jahre 2009, konnte das Feature seinen Weg allerdings richtig ins Spiel finden, als ein Remake der Banjo-Kazooie-Reihe für die Xbox entwickelt wurde. Dabei kann man die geheimen Eier und den Eisschlüssel im ersten Teil einsammeln und für den zweiten Teil sowie Nuts and Balls verwenden.
Damit die Eier im ersten Teil auftauchen, braucht man eine Speicherdatei vom Teil nach Banjo-Kazooie auf der gleichen Konsole, also auf der gleichen Xbox. Falls du die Cheats für die Xbox nutzen willst, beachte, dein Score wird nicht mehr auf den Leaderboards gepostet und das Spiel speichert nicht weiter deinen Fortschritt, sofern du ein Cheat eingibst. Und das geht so lange, bis du deine Konsole resettet hast. So, viel gelabert zu Stop and Swap, aber wie kommt man nun an die Eier ran? Dafür musst du je nach Farbe die folgenden Codes in der Sandburg benutzen. Alle fangen mit Cheat an. Wenn du Cheat eingibst, hörst du immer dieses Geräusch. Danach hörst du nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass der Cheat nicht funktioniert. Die Entwickler wollten es scheinbar einen nur schwerer machen. Die Buchstaben werden alle nacheinander benutzt und zwar ohne, dass man sich ein Leerzeichen dazwischen denkt. Ist der letzte Buchstabe eingegeben, erscheint ein kleiner Szenenwechsel. Sollte das bei dir nicht passiert sein, hast du etwas falsch eingegeben. Diese Cheats verzeihen einem keinen Fehler. Ist ein Fehler unterlaufen, muss der gesamte Cheat neu eingegeben werden. Ich hatte auch frustrierende Momente, als ich das aufgenommen habe, es war AIDS, aber da muss man durch. Jeweilige Areale werden nach der Eingabe eines Cheats entsperrt oder offenbart. Wie du vielleicht schon gesehen hast, verfolge ich das pinke Ei gerade. Die Musik habe ich erstmal ein bisschen runtergeschraubt. So kannst du auch die originalen Soundtracks der Easter Eggs hören. Das pinke Ei befindet sich nach Eingabe des Cheats vor der Sandburg im Level Treasure Trove Cove. Haust du den unten eingeblendeten Code ein, erscheint im Baumhaus von Napnut, dem Eichhörnchen, das gelbe Easter Egg. Auffindbar ist das Ei im Level Click Clock Wood. Eichhörnchen halten bekanntlich im Winter ihren Winterschlaf. Hätt's gedacht. Also guess what, wann wir ihn besuchen werden? Das rote Ei befindet sich im Level Rusty Bucket Bay und erscheint mit diesem Code in einer der Kabinen. Ha ha ha!
Mit dem Cheatcode vom türkisen Ei öffnet sich im Keller der Mad Monster Mansion ein Zugang durch ein Weinfass. Noch im gleichen Level befindet sich auch das grüne Ei, und zwar auf dem Logo der Toilette. Damit es erscheint, gibst du den unten stehenden Code in der Sandburg ein. Einfach aufgrund der Umgebung ist das blaue Ei eines meiner Favoriten. Ein Tor, was offensichtlich auffindbar ist in Gobi's Valley und aber dauerhaft geschlossen ist, öffnet sich mit diesem Code. Als Kind hat es mich damals sehr getriggert, diesen verdammten Eisschlüssel zu kriegen. Der dreht sich so rotzfrech darin rum. Und diese Scheißraube, die davor steht im Level 3 ZZ Peak, gammelt nur davor ab und gibt mir keinen Tipp, um da ranzukommen. Oh, hat es mich getriggert. Aber heute kennen wir ja die Antwort. Gib einfach diesen unten stehenden Cheat ein und et voilà, das Glas ist weg. Ja, kleiner Edit. Die Robbe, die heißt ja Wazza. Ja. Ich weiß, warum die so genannt haben. Es ist ein Tippfehler. Es sollte nicht Wazza, es sollte Wusa heißen. Wusa. Es gibt ein Minigame, welches man im Haus von Banjo finden kann. Das Game lässt sich erst auslösen, wenn man das Puzzleteil aus der Sandburg erlangt hat. Das einzige, was wir tun müssen, ist das Porträt anzuschauen. Ey, falsches Porträt! Guck auf das von Bottles! Ja, genau! Die weitere Aufgabe ist es, innerhalb der angegebenen Zeit das Puzzle zu vervollständigen. Insgesamt kann man hier bis zu 5 weitere Boni in Anführungsstrichchen erlangen, die das Aussehen von Banjo verändern. Also mal ein großer Kopf, mal, was weiß ich, komplett groß, komplett klein. Auch diese Boni müssen in der Sandburg aktiviert werden, also in Form von Cheats. Nö, 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 ich bin noch nicht fertig, ich hab noch mehr Cheats, ist mir egal, ich bringe jetzt noch mehr. Infinite Cheats, Infinite. So, die sorgen dafür, dass du unendlich Eier, Federn, Leben, Schädel oder Sauerstoff hast. Die Nintendo 64-Nutzer können hier bedenkenlos alle eingeben. Auch hier wird der Fortschritt für Xbox-Nutzer nach der Eingabe nicht weiter gespeichert. Gleiches mit dem Leaderboard. Und trotzdem gibt es noch mehr Cheats. Hoho, wer hätte es gedacht. Die folgenden werden aber gegebenenfalls dafür sorgen, dass dein Spielstand gelöscht wird. Dies gilt offenbar aber nur für die Nintendo 64-Version. Xbox-User haben mal Glück gehabt. Spielst du auf der Xbox, nutze diese Cheats nur,
wenn dir der Fortschritt egal ist. Denn nichts wird gespeichert, nachdem du einen dieser Cheats eingegeben hast. Auch der Leaderboard-Score wird nicht mehr gepostet. Doof, denn ich spiele auf dem Emulator. Jedenfalls sind die Cheats illegal, die ein Level oder eine Notentür öffnen oder Hindernisse entfernen. Gibst du zwei dieser Cheats ein, wirst du von Gruntilda verwarnt. Böser Bube. Hast du einen dritten hinterher reingehauen, fragt dich Bottles, ob du fortsetzen willst. Tust du das, dann... Und es ist weg. Ja, Easter Egg Cheats, illegale Cheats, Unendlichkeits-Cheats. Ich habe noch mehr Cheats. GameShark Codes. So, das ist meine letzte Reihe an Cheats, die ich auch habe. Die gilt nämlich auch nur für die Nutzer von einem Emulator am PC. Ich nutze Project 64. Dort gibt es bereits eine Auswahl an Cheats, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel per Knopfdruck durch die Lüfte schwebt. Diese Codes sorgen unter anderem auch dafür, dass man die Eingabe der Cheats im Spiel gänzlich vermeiden kann. Sie haben teilweise den gleichen Nutzen wie die Cheats, die du bisher in dem Video auch schon gesehen hast, nur löschen die eben nicht gleich deinen Spielstand. Beim Emulator kann man die GameShark-Codes unter dem Reiter System und dann Cheats finden. Hier kann man auch neue Cheats anlegen, wenn man einen GameShark-Code im Internet irgendwo gefunden hat. Ich gebe einfach irgendeinen Namen ein, wie ich den Cheat in der Liste gerne haben will. Dann kopiere ich einen bereits existierenden Code, der per Knopfdruck Veränderungen im Spiel vornimmt. Dann ändere ich einfach, weil ich Bock habe, die Cheat-Beschreibung. Ist aber nicht nötig. Und schon ist der Cheat im Cheat-Menü enthalten. Nicht jeder Code klappt, aber immerhin einige. Der Ort, woher ich diese Codes habe, den findest du auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. So viel zur Erklärung. Eine kleine Kostprobe. Hier bin ich eine fliegende Waschmaschine, die eine Zwiebel auf allen Ebenen der Existenz vernichtet. Sharkcodes, meine Damen und Herren. Sharkcodes. Mit ihnen kann man aber auch ganz schnell und einfach out of bounds gelangen. Wir sind am Ende des Videos angelangt und so langsam frage ich mich, ob ich das Video nicht doch eher Cheat-Hunt hätte nennen sollen. Hab einfach nur so Gefühl, als ob es besser passen würde. Ich weiß auch nicht. Bevor ich das Video beende, frage ich mal gerade heraus, gibt es ein Spiel, welches du gerne in einer Egghunt-Episode sehen möchtest? Lass es mich gerne wissen, vielleicht ist ja schon bald dein Lieblingsspiel dabei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald und ciao.